Viele kennen es. Die aus der Kindheit geliebten Lego-Technik-Modelle interessieren einen kaum noch und verstauben nur noch in einer Kiste. Dies ist angesichts der unglaublichen Technik, die in manchen dieser Modelle steckt, sehr schade. Aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, eines dieser alten Modelle mit neuester Technik zu versehen, um das Modell so wieder interessanter zu machen. Das Modell der Wahl ist hierbei der Lego Technik Radlader, welcher nach dem Vorbild des Volvo L350F entworfen wurde. Dieses 56 Tonnen schwere Ungetüm wird im echten Leben von einem 540 PS starkem Dieselmotor betrieben. Im Modell wird dieser ersetzt durch vier Lego Power Functions Gleichstrom Elektromotoren. Das Abkippen der Schaufel wird hierbei übernommen von einem Lego M Motor. Das Heben und Senken der Schaufel wird übernommen von einem Lego L Motor. Die Lenkung wird gesteuert von einem Lego Servomotor und die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung wird übernommen von einem Lego XL Motor. Im Originalmodell werden die Motoren von insgesamt zwei Lego Infrarotempfängern angesteuert, wobei je einer dieser Empfänger zwei Motoren ansteuert. Über das Verbindungskabel werden die Motoren dann mit 9 Volt, Ground sowie C1 und C2 für den Vorwärts- und Rückwärtslauf versorgt. Ziel des geplanten Upgrades soll es sein, den Radlader über einen DualShock 4 Bluetooth Controller in Verbindung mit einem ESP32 Mikrocontroller zu steuern. Hierbei sollen aber alle Grundfunktionen wie Vorwärts, Rückwärts, Lenkung, Schaufel sowie Arm erhalten bleiben und weitere Funktionen wie Licht oder ein Rückfahrwarnsignal ergänzt werden. Zunächst habe ich mir überlegt, wie ich die eigentliche Ansteuerung der vier Motoren realisiere. Hierfür kamen mir zwei Ideen. Zum einen die bereits vorhandenen Infrarotempfänger, welche auch gleichzeitig die Motorcontroller sind, zu behalten und diese über einen Infrarotsender, welcher am ESP32 angeschlossen ist, Befehle zu schicken. Der größte Nachteil bei dieser Lösung wäre gewesen, dass ich die Infrarotcodes der originalen Fernbedienung herausfinden müsste und diese in der Programmierung implementieren hätte müssen. Die zweite Idee war, die Infrarotempfänger durch L298N Motortreiber zu ersetzen. Vorteil dieser Lösung ist, dass ich die Motoren direkt über die Ausgänge des ESPs ansteuern kann, sowie auch die Drehzahl der Motoren stufenlos regeln kann. Für diese Lösung habe ich mich dann letztendlich entschieden. Um diesen Plan dann in die Tat umzusetzen, habe ich mir als nächsten Schritt überlegt, wie ich die Motoren mit ihren Lego-eigenen Verbindungssteinen an die Motortreiber anschließen kann. Die wohl einfachste Variante wäre gewesen, die Kabel durchzuschneiden und direkt in den Klemmen der Treiber zu befestigen. Doch da ich die Motoren bzw. das ganze Modell aber nicht irreparabel verändern wollte, musste ich mich nach einer anderen Alternative umsehen. Nach einiger Recherche fand ich dann ein 3D-Modell des Verbindungssteines, welches ich 3D drucken konnte. Mit diesen gedruckten Teilen, ein paar abisolierten Drähten der richtigen Größe und ein wenig Heißkleber hatte ich dann eine Möglichkeit, die Motoren wie vorgesehen über ihre Verbindungssteine mit meinen Motortreibern zu verbinden. Des Weiteren druckte ich noch selbst konstruierte Lego-kompatible Teile, in welchen ich die LEDs für die weißen Frontscheinwerfer, die roten Bremslichter und das orangene Warnlicht befestigen konnte. Mit diesen Teilen konnte ich dann alles wie folgt miteinander verbinden. Das Herzstück des Aufbaus ist hierbei ein ESP32 Mikrocontroller. Dieser wird über das Batteriepack des Lego-Modells mit 9 Volt auf den 5 Volt Pin mit Spannung versorgt. An diesem Pack sind außerdem die beiden Motortreiber angeschlossen. Um einen Motor zu steuern, werden jeweils drei Pins benötigt. Dies sind jeweils der Enable-Pin, welcher für die Drehzahlregelung des Motors benötigt wird, sowie in 1 und in 2, über welche die Drehrichtung des Motors gesteuert wird. Diese so insgesamt 12 Pins wurden an 12 Pins des ESPs angeschlossen, welche als Output verwendet werden können. Des Weiteren wurde das Display mit 3,3 Volt und Ground als Spannungsversorgung angeschlossen, sowie SDA und SCK, welche den Datenaustausch ermöglichen. Als Ergänzung zu den Grundfunktionen des Modells habe ich nun noch 4 weiße LEDs als Frontscheinwerfer, 2 rote LEDs als Bremslicht, eine gelbe LED als Warnlicht und einen Piepser als Rückfahrsignal verwendet. Hierbei ist bei den LEDs auch unbedingt auf den Vorwiderstand zu achten. Im Folgenden möchte ich nun auf die Programmierung eingehen, welche in der Arduino IDE programmiert wurde. Zunächst habe ich sämtliche Bibliotheken eingebunden. Für dieses Projekt habe ich verwendet die Analog Write Bibliothek, welche es mir ermöglicht, ein PWM-Signal auszugeben. Die beiden Bibliotheken PS4Controller.h und PS4-in.h, welche für die Kommunikation zwischen dem ESP und dem Controller gebraucht werden,
und die beiden Adafruit-Bibliotheken, welche für die Ansteuerung des Displays benötigt werden. Weiterhin wurden den Pins Variablen zugeordnet, was es später einfacher macht, sich in der Programmierung zurechtzufinden. Außerdem wird für das Display eine Angabe von der Pixelhöhe sowie Breite benötigt. Danach habe ich noch sämtliche Variablen definiert, welche ich in der weiteren Programmierung benutzt habe. Im Setup habe ich nun zunächst mit Serial Begin die Frequenz für den Datenaustausch zwischen einem Computer und dem ESP festgelegt. Danach habe ich über die Funktion ps4.begin gefolgt von der MAC-Adresse des Bluetooth-Controllers den ESP in einen Zustand versetzt, in dem er darauf wartet, sich mit dem Controller zu verbinden. Dies sowie die Aufforderung, den Controller anzuschalten, wird dann auch auf dem Display sowie auf dem seriellen Monitor ausgegeben. Abschließend habe ich im Setup noch alle verwendeten Ausgänge, die ich am ESP benutzen möchte, über die Funktion PinMode als Output definiert. Nun zu der eigentlichen Programmierung. Sämtliche Funktionen wurden in Void Loop programmiert, was bedeutet, dass sie unter der Voraussetzung, dass keine Delays verwendet wurden, ohne Unterbrechung und in einer Endlosschleife ausgeführt werden. Bevor aber irgendwelche andere Funktionen ausgeführt werden, wird überprüft, ob ein Controller verbunden ist. Sobald dies der Fall ist, wird ps4.isConnected auf 1 gesetzt und die restliche Programmierung ausgeführt. Hierbei habe ich als erstens die 4 Grundfunktionen implementiert. Dafür wird jeweils abgefragt, ob der Wert, welcher vom Controller für die Potentiometer zurückgegeben wird, über einer gewissen Schwelle liegt. Diese Schwelle habe ich verwendet, um sicherzustellen, dass minimale Schwankungen um den Nullpunkt der Potentiometer, welche durch Ungenauigkeiten hervorgerufen werden, nicht direkt in eine ungewollte Bewegung des Modells umgesetzt werden. Oder einfacher gesagt, wurde ein Totpunkt um den Nullpunkt der Joysticks gelegt. Sobald dieser Totpunkt dann überschritten ist, wird der aktuelle Wert der Achse in einer Variablen abgelegt, welche dann über den Befehl AnalogWrite als PWM-Signal an den Motortreiber ausgegeben wird. Diese If-Schleife gibt es für jeden Motor dann 2-mal für jeweils die positiven und die negativen Werte der Achsen, mit dem einzigen Unterschied, dass jeweils über IN1 und IN2 die Drehrichtung umgekehrt wird. Diese gesamte Funktion gibt es wiederum 4-mal für Schaufel, den Arm, die Lenkung und das Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Des Weiteren habe ich noch andere kleinere Funktionen programmiert, wie zum Beispiel die Ausgabe von Controller Connected auf das Display, welche nach 2 Sekunden wieder verschwindet, oder Funktionen, welche das Warnlicht blinken lassen, die Bremslichter bei einem Bremsvorgang kurz anschalten oder es mir ermöglichen, über eine Taste am Controller das Licht an- oder auszuschalten. Außerdem gibt es noch eine Funktion, die solange der Radlader sich rückwärts bewegt, den Buzzer in regelmäßigen Abständen piepsen lässt. Zu guter Letzt habe ich noch die allererste If-Schleife über eine Else-Funktion abgeschlossen, was dafür sorgt, dass wenn der ESP die Verbindung zum Controller verliert, alle Motoren ausschaltet sowie das Bremslicht dauerhaft anschaltet, um so zu signalisieren, dass die Verbindung getrennt wurde. Nun, da die Programmierung fertig ist, habe ich sämtliche Komponenten in das Modell eingebaut und verkabelt und abschließend das Programm auf den ESP hochgeladen. Zu guter Letzt habe ich noch sämtliche Verkleidungsteile, welche ich zuvor entfernt habe, wieder angebracht, sodass kaum zu erkennen ist, dass das Modell trotz der ganzen Technik, die nun im Inneren steckt, verändert wurde. Um ihn zu verwenden, wird zunächst das Batteriepack am hinteren Ende angeschaltet. Hierdurch wird der ESP sowie der Motortreiber mit Strom versorgt. Gleichzeitig erscheint auf dem Display, dass der ESP bereit ist, sich mit dem Controller zu verbinden. Ein einfacher Tastendruck auf den Bluetooth-Controller reicht, um diesen einzuschalten. Ist dieser mit der richtigen MAC-Adresse konfiguriert, wird die Verbindung zwischen den beiden Geräten innerhalb weniger Sekunden hergestellt, was auch auf dem Display sowie durch das blinkende Warnlicht kenntlich gemacht wird. Nun ist der Radlader vollständig einsatzbereit. Über die zwei vorderen Tasten L2 und R2 lässt sich das Modell vorwärts und rückwärts bewegen. Bei einer Rückwärtsbewegung wird hierbei auch das Warnsignal aktiviert. Über den linken Joystick lässt sich die Servolenkung betätigen, um das Modell nach links oder rechts fahren zu lassen. Über den rechten Joystick lässt sich über die Y-Achse der Arm nach oben und unten bewegen, über die X-Achse lässt sich die Schaufel anziehen und abkippen. Außerdem kann ich über die X-Taste das Frontlicht ein- und ausschalten, was auch auf dem Display ausgegeben wird. Fertig ist der LEGO-Technik Radlader, welcher nun ohne Einschränkungen über den DualShock 4 Bluetooth-Controller gesteuert werden kann.